Ich zitiere hiermit die Worte Bruno Grönings. Die große Umkehr. Wir sind Gott zu großem Dank verpflichtet und sollten uns zur Tat bewegen, indem wir das tun, was wir uns selbst und unseren Nächsten schuldig sind. Nur der kann tatsächlich mir hierin behilflich sein, der sich voll und ganz in den Dienst Gottes stellt, der auf Gott hört, nicht auf Menschen und der dem Wort Gottes folgt und der wirklich das tut, was er zu tun hat. Zwei Herren können sie nicht dienen, nicht auf der einen Seite dem Bösen und auf der anderen Seite Gott. Und dazwischen sind sie ein Heuchler, ein Lügner, ein Betrüger. Sie sind nicht einmal ehrlich zu sich selbst. Dieses alles müssen sie ablegen. All das, was sie bisher in diesem Erdenleben als böse empfunden haben, müssen sie ganz beiseite stellen. Sie müssen dem Bösen den Rücken kehren. Sie müssen den anderen Weg gehen. Und daher rufe ich sie auf zur großen Umkehr. Ich rufe sie auf zur großen Umkehr. Kommen sie hoch, und über die Kluft baue ich ihnen eine Brücke. Gehen sie vom Leidensweg auf den göttlichen Weg. Auf diesem gibt es kein Unglück, keine Schmerzen, kein Unheilbar. Da ist alles gut. Dieser Weg führt zu Gott zurück. Besser ist ja, wenn der Mensch sich von vornherein gleich sauber hält. Ich sage nach wie vor, wie sich jeder bettet, so schläft er. Das Äußere macht es nicht, das Innere ist es. Der Mensch ist zu weit, er steht vor dem Abgrund, und ich rufe den Menschen zurück auf den Weg, auf dem er sich einst befunden. Ich bin kein Redner, ich bin nur ein Wahrsager, ich sage nur das, was wahr ist, was ich schon lange, überhaupt, immer als Wahrheit erkannt habe. Denn die Wahrheit, von der er sich selbst zu überzeugen hat, ist nicht nur um den Menschen, sondern auch in dem Menschen. Ein Vorhaben kann nur mit Erfolg zur Ausführung kommen, wenn der Ausführende an den Erfolg glaubt. Gott wird helfen, so der Mensch daran glaubt, so er den guten, den göttlichen Willen hat, in dem zu leben er ja bestimmt ist, und so er den Glauben an Gott nicht verliert, und Gott hilft ihm, glaube er nur. Ich stehe vor allen Menschen, die tatsächlich die Verbindung zum Herrgott verloren haben. Ich stelle nur die Verbindung wieder her, so dass sie tatsächlich wieder vom Herrgott geführt werden. Tun sie das, was sie sich selbst, das heißt, was sie Gott schuldig sind. Mein Tun und Wirken dient lediglich nur dazu, alle Menschen dieser Erde wieder auf den rechten Weg, auf den göttlichen Weg zu führen. Das ist die große Umkehr.